Moin Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde von The Bus. Dieses Spiel ist ein Bussimulator und zwar von den Machern vom Fernbussimulator. Die haben mir hier eine ganz, ganz frühe Version zur Verfügung gestellt, die wir am heutigen Tag einfach mal ein bisschen testen werden. Es ist noch längst nicht alles fertig. Wir können jetzt hier eine Buslinie auswählen. Wir starten hier in Berlin und zwar Buchholzweg. Tour, Startzeit. Nee, ich will tagsüber starten. Paletto arbeitet erst ab 8. Wunderbar. Steuerung realistisch. Oi, und da sind wir auch schon. Ja, man sieht schon so ein bisschen vom Interface, dass es der Fernbus-Simulator ist. Die Leute kenne ich auch schon irgendwo her. So, dann mal jetzt rein in den Bus. Ah, ist ein schickes Ding. Ach, guck mal jetzt hier richtig mit Taxis und so. Da sitzen Leute drin. Okay, die haben die Engine schon so ein bisschen aufgebohrt. Ui, sieht schon mal richtig geil aus. Ich fühle mich hier wie in so einem richtig stinkenden Bus. So, setzen uns hin. Zielanzeige, Zündung, Motor starten. Klimaanlage natürlich. Ja, warte, ich muss doch die Leute. Kommt rein. Ja, alle rein hier. Hat jemand Fahrkarte? Sag mal, ihr habt doch bestimmt alle keine Fahrkarte. Ach, guck mal, hier laufen wirklich überall auch die Leute längs. Ja, gut. Heute nochmal umsonst. Heute zahlt Paletto. Ja, wir haben hier, als ob wir haben so einen richtigen Doppelgelenk, also so einen Gelenkbus. Ey, das wird ja mega eng. Oh, da war eine G-Klasse. Was rumpelt denn hier so? Oh, da kurzzeitig. Alter, ich muss mich hier richtig konzentrieren. Wo ist denn die nächste Bushalte? Ach, da. Oh, da müssen wir noch ein bisschen fahren. Nächste Bushaltestelle. Beuysstraße. So, jetzt vorne bitte ein bisschen Gas geben. Ich habe nicht viel Zeit. So, ich. Meine Hupe klingt wie so ein Bus. Wie so ein. So, ich fahre. Ich überhole sie kurz. Wie so ein. Hier. Boot, wollte ich sagen, nicht Bus. Sorry, Leute, ich bin heute schon ein bisschen durchgenudelt. War ein langer Tag. Ich konnte irgendwie nicht so richtig schlafen heute Nacht. So, lassen Sie mich mal. Oh Gott, was blinken Sie denn? Hallo, fahren Sie doch mal rechts. Mann, jetzt habe ich links hier das Taxi. Da komme ich ja nicht vorbei. Gibt es denn aktuell schon Strafen? Ich gucke jetzt einfach mal, dass wir uns ein bisschen an der roten Ampel vorbeischleichen. Ohne jetzt was kaputt zu machen. Oh, das sieht gut aus. Jawollo. Alter, Paletto, du bist ein Teufelskerl. Ach, geil, hier ist jetzt trotzdem rote Ampel. Aber habt ihr das gesehen? Präzision. Das lernt man auf der Straße. Boah, sag mal, wie lang ist denn hier rot? Flasche, komm her, ich bauen. Oh, jetzt ist da. Sag mal, jetzt kommen die alle von rechts. Nee, sorry, so viel Zeit habe ich jetzt auch nicht. Vorsicht. Hallo. Ich komm. Dankeschön. Ach, guck mal, hier ist eine richtige Busspur. Die ist nur für mich. Als ob. Das ist ja, das ist ganz geil. Das muss ich sagen, da komme ich jetzt wunderbar an dem hier vorbei. Ich glaube, Busspur darf ich auch über Rot fahren. Das denke ich jetzt einfach mal so. Oh, da warten sie schon. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt, aber da war einer so. Nun gut. Ja, einmal. Bitte alle einsteigen. Ja, kommen Sie, kommen Sie. Ja, alles geht aufs Haus. Perfekt, alle drin. Dann weiter mit. Oh, die stehen da auf meiner Busspur. Was soll denn der Müll jetzt? Hallo, das ist eine. Leute, das ist eine Busspur. Nee, du drängelst dich da jetzt nicht noch rein. Nee. Leute, das muss, damit der Verkehr hier fließt. Und ihr benutzt das als Abbieger. Oh Gott, dafür kann ich nichts. Der kam wie aus dem Nix. Hier ist 30. Ja, geil. Jetzt bremst mich die Polizei aus. Leute, mein Navi ist unten rechts kaputt. Das zeigt mir nichts mehr an. Ist es bei der Kollision kaputt? Ey, sag mal, ohne Witz, die Polizei gibt Gas, bremst. Da ist eine Aral. Ey, ganz ehrlich. Danke. Viel Verkehr hier in Berlin. Kann ich jetzt hier. Nee. Weil die hier alle zweite Reihe stehen. Und links? Links kann ich. Nee, da kommt ein. Nee, das schaffe ich nicht. Ah, hier muss ich auch noch links, Alter. Schön, ich blinke. Vorsicht. Ah, bei Rossmann vorbei, Alter. So. Direkt. Zack. Auf. Hopp, hopp, hopp. Kommen Sie rein. Zack, hinten gehen die Leute raus. Alle drin. Wir fahren direkt weiter. Wir haben keine Zeit zu verschwenden. Was wollen Sie denn jetzt? Ich weiß nicht, wie ich in meinen Computer reinkomme. Oh. Hier? Nee. Da. Start. Preis 3 Euro, Return 0. Ja, danke. Zack. Ah, ja, Sie kriegen 1 Euro wieder. Bitte sehr. Ja, ich weiß nicht, wie das hier mit dem Fahrschein funktioniert. Ich habe hier eine Fahrnummer. 86049. Gib bitte die Fahrtnummer ein. Habe ich doch. Die ist doch eingestellt jetzt. Ah, ich bin drin. Ich Einzelfahrschein. Ja, Ticket wird gedruckt. Hier, wunderbar. Hat ja überhaupt nur eine halbe Stunde gedauert. Eieiei. Ja, jetzt hat die mich da in meinem Fahrplan schon ein bisschen nach hinten geworfen. Muss ich sagen. Also da dachte ich, dass ich hier eigentlich besser durchkomme.
Ich habe mir natürlich auch zur Selbstverteidigung, habe ich hier natürlich auch, und um was zu reparieren, Schweizer Taschenmesser hier. Ganz wichtig in Berlin. Oh, wir sind ein bisschen schnell jetzt hier mit 70, aber das geht, glaube ich, durch. Oh ne, jetzt müssen wir hier gleich... Oh, das wird, glaube ich, eng. Das sieht schon wie nach so einer richtig engen Straße aus. Ah, und die Polizist blockiert wieder, die Polizei. Ganz ehrlich, verklag mich doch. Ja, ich weiß nicht, was da jetzt bimmelt. Oh Gott, wo kommen Sie denn her? Sag mal, fahren Sie doch kurz zurück. Ja, danke schön. Ja, jetzt fährt er auch noch nach vorne. Mann. Das ist nicht einfach, Leute. Das ist nicht einfach. Wunderbar, meine Damen und Herren. Einmal kurz hier die Turmstraße. Alle aussteigen, die zur Turmstraße müssen. Kommen Sie rein. Hier, brauchen Sie einen Fahrschein? Nee, ihr habt alle digital mit Handy und so, ne? Ganz ehrlich, die meisten fahren noch hier schwarz. Ich bin natürlich noch nie in meinem Leben schwarz gefahren. So, jetzt mal ein bisschen Tempo. 2 Kilometer noch bis Hauptbahnhof. Der Bus muss doch... Der muss doch auch innerorts mal die 80 schaffen. 78, ja, jetzt ist hier natürlich rot. Wir versuchen trotzdem... Oh, nee! Oh, scheiße, ich hätte rechts gemusst. Kein Problem. Kleiner Falschfahrer, Vorsicht! Das war nix. Da war ich kurzzeitig ein bisschen überfordert. Ich wusste nicht, dass es da plötzlich nach rechts geht. Ah, viel Stau auch in Berlin. Eieieiei. Auf gut Deutsch gesagt, der Verkehr ist dicht geschissen. Ah ja, Hauptbahnhof. Hier war ich auch schon mal. Ich habe sogar mal in dem Hauptbahnhof geschlafen. Ich bin mal mit ein paar Kollegen in Berlin ein bisschen an Silvester gestrandet. Und dann haben wir im McDonald's geschlafen. Lange Geschichte, Leute. Gibt vielleicht da mal auf dem Team Paluten-Kanal eine kleine Real-Life-Story dazu. So, kommen Sie rein hier. Hoppa. Zack, zack, zack. Braucht irgendjemand Karte? Nee, schöne Muzzles hier. Klasse. Oh, Sie brauchen? Ja, mache ich ihn. Ich mache das. Diesmal geht auch schneller. Warten Sie. Sie wollen Einzelfahrschein AB. Ja, Ticket. Das gebe ich Ihnen. Und Sie kriegen einen Euro wieder. Bitte sehr. Dann einmal zu. Und weiter geht's. Oh, wir müssen schnell noch die Grünphase ausnutzen. Jetzt ist hier vorne aber... Oh, ist noch grün. Gelb. Das war ein ganz, ganz dunkles Gelb. So, zack, bremsen, auf das Ding. So, kommt, Leute, ich will Feierabend machen jetzt hier. Hopp, perfekt, direkt zu das Ding. So, hier auf der Fahrradspur können wir, glaube ich, ganz gut nochmal durch. Also es ist ja, wir sind ja eigentlich fast das Gleiche. Fahrrad, Bus, da sind wir natürlich so. So, wie macht man das so? Ihr wisst, was ich meine. Oh, jetzt habe ich mich natürlich hier ein bisschen leicht festgefahren. Was ist denn da los? Ach, scheiße, was ist denn das? Ja, ich bin zu groß. Ganz unangenehm. Was bimmelt hier? So, wir haben jetzt gerade kein... doch, wir haben Gegenverkehr. Aber, bam, kein Problem. Oh, jetzt... ich muss hier einmal rüber. Vorsicht. So, zack, auf. Ja, ihr müsst 1, 2 Schritte auf die Straße. Ist ja aber kein Problem. So. Zu. Wie muss ich denn jetzt fahren? Hä? Hier rum? Nee, hier ist falsch. Hier ist ja ein X. Hier kann ich nicht längs. Hier ist eine unsichtbare Mauer. Rückwärtsgang jetzt, oder was? Ja, Leute, wie soll das denn funktionieren? Oh, nee, was ist das denn jetzt? Ich habe mich jetzt hier festgefahren. Nein. So, Marschallbrücke. Wunderbar. Ich kenne auch den Marschallplan. Vorsicht. Sag mal, der zieht einfach raus. Zack, jetzt alle, kommt. Leute, ist jetzt auch egal, wenn einer von euch keine Fahrkarte hat. Das machen wir später. Da guckt auch heute niemand so richtig drauf. Oh, die ARD, guck mal da. Hauptstadtstudio. Läuft bei denen. Die wieder feinste Lage wahrscheinlich. Ja, es war noch gelb. Das war, glaube ich, noch gelb. Also so genau habe ich jetzt nicht zugeguckt. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie das aussieht. So, hier links jetzt. Oh ja. Überall Baustelle, Junge. Zack. Rein da. Auf das Ding. Wunderbar. Oh, nee, dafür haben wir jetzt leider wirklich gar keine Zeit. Sie können einfach so. Bleiben Sie da einfach stehen. Das ist vollkommen in Ordnung. Jetzt steht die da. Ma'am, Sie können sich auch setzen. Das ist überhaupt kein Problem, Ma'am. Also so langsam wird es auch ein bisschen... Oh Gott, was war da? Was ist denn jetzt passiert? Was ist denn jetzt hier los? Hallo? Ich war das nicht. Leute, sagt mal bitte die Berliner unter euch. Ist das einigermaßen? Sieht das so aus in Berlin? So. Oh, jetzt habe ich hier 2,8, Leute. Ihr wollt mich doch echt verarschen. 3,80. Bam, bam. Sie kriegen 20 Cent. Hopp, was willst du? Einzelfahrschein AB. Kriegst 1 Euro. Bam. So, weiter geht's. Sag mal, was machen Sie denn, Alter?
Junge, die Person war ja absolut rapsbescheuert. Könnte nicht einfach über die Straße laufen. Sag mal, da der Nächste. Leute, was ist denn? Oh Gott, vorsichtig! Alles gut. Perfekt. Einmal rein. So, Spandauer Straße, Marienkirche. Ui, ja, tipptopp. Ah, es gibt schon viele gute Busspuren hier. Bietet schon gewisse Vorzüge. Ja, hier jetzt der Alexanderplatz. Perfekt. So. Auf. So, meine Damen und Herren, Alexanderplatz, Endstation. Bitte alle aussteigen. Wunderbar. So, Leute, das war's mit einer kleinen Runde von The Bus. Wie gesagt, ist noch eine ganz, ganz frühe Alpha. Fand ich aber trotzdem schon sehr, sehr cool. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Jetzt ist noch der Team Paluten-Kanal sowie weitere Videos. Schaut gerne vorbei. Schaut gerne auf paluten.shop. Vielen Dank für euren Support. Danke fürs Zusehen. Und habt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Tschüss, ciao.